Wenn du eine Weltreise machen willst, vielleicht über Monate oder sogar über Jahre, dann wirst du sehr unwahrscheinlich einfach mit deinem Täschchen losfahren und mal schauen, was da kommt. Du wirst dich hinsetzen und genau recherchieren und einen Plan machen, deine Ressourcen, deine Gelder, deine Zeit genau organisieren und vielleicht sogar eine Reihenfolge festlegen, durch welche Länder in welcher Reihenfolge du reisen wirst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit, die du begründen willst oder vielleicht zum Wachstum bringen willst. Denn auch hier wirst du Welten verlassen, deine alte Tätigkeit der Dienstleistung, vielleicht neue Welten betreten. Die Welt des Kunden, die Welt des Marktes, die Welt des Marketings, die Welt des Rechts und die Welt des Steuern und viele andere neue Welten und Länder wirst du bereisen. Und deshalb ist unsere Empfehlung natürlich, dass du auch hier dir einen Plan machst, den sogenannten Businessplan, den sogenannten Geschäftsplan. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe selbst über 20 Unternehmen gegründet. Aber leider habe ich die ersten Unternehmen ohne einen Businessplan gegründet. Und unterm Strich hat es mich viel Zeit und viel Geld gekostet. Denn bei einem Projekt beispielsweise habe ich erst nach der Gründung einer Diskothek mit Vermietung und Gastronomie festgestellt, dass nur einer davon leben konnte, aber ich war mit meinem Geschäftspartner zu zweit. Und auch bei anderen Vorhaben habe ich zu spät erst festgestellt, wie in der Sicherheitsbranche, dass die Stundensätze, die sich verkaufen lassen an die Auftraggeber, so gering sind, dass man auch hiervon kaum gut leben kann. Und deshalb meine Empfehlung an dich, mach auf jeden Fall einen ordentlichen Businessplan, nicht nur für die anderen, für die Fördermittelgeber und die Investoren, sondern vor allen Dingen für dich. Denn deine Zeit und dein Geld wird als erstes riskiert und eingesetzt werden. Und wenn du dann unterwegs bist und eine andere Person triffst und diese nach dem Weg fragst, dann wird die andere Person zunächst mit einer Gegenfrage antworten und fragen, wo du hin willst. Das bedeutet also, dein Geschäftsplan, dein Businessplan startet auch mit einer Zielsetzung, und zwar einer internen und einer externen Zielsetzung. Und interne Zielsetzung bedeutet, dass du dir genau im Klaren bist, was du mit diesem Vorhaben erreichen möchtest. Möchtest du nur ein zweites Standbein? Möchtest du einfach einen legalen Hintergrund für dein Hobby haben? Möchtest du im Vollerwerb starten und davon leben können? Möchtest du ein Unternehmen aufbauen und Mitarbeiter einstellen? Oder möchtest du sogar ein skalierendes Unternehmen aufbauen, was die Chance hat, vielleicht irgendwann ein Unicorn zu werden, also eine Milliardenbewertung zu bekommen? Oder willst du sogar innerhalb von 10 oder 15 Jahren ein großes Unternehmen aufbauen und es einfach weiterverkaufen oder strategische Investor hineinholen? Das ist deine interne Zielsetzung. Bei der externen Zielsetzung geht es vielmehr darum, was du anderen Menschen geben möchtest. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wer sind deine Kunden? Wo möchtest du welche Probleme lösen? Wie möchtest du das machen? Sind es Produkte, die du selbst herstellst? Sind es Produkte, mit denen du handeln möchtest? Sind es Dienstleistungen, die du alleine erbringst? Oder sind es Dienstleistungen, die andere erbringen? Und das insgesamt ist dann das externe Ziel, mit dem du an den Markt herantreten willst, um anderen Menschen einen Nutzen zu bieten. Der nächste Schritt kann nun sein, bevor du den komplexen Businessplan erstellst, zunächst einen kleinen Canvasplan zu machen. Du findest die Anleitung und auch ein Muster direkt unter dem Video. Und wenn du dir mittels des Canvasplans einen genauen Überblick über alle Bereiche deines Geschäftsmodells gemacht hast, dann ist tatsächlich der nächste Schritt, den Finanzplan zu erstellen. Und der Finanzplan besteht nicht nur, dass du ein paar Preise schätzt und überlegst, wie viele Kunden könnten was kaufen und ob du deine Kosten tragen kannst, sondern der Finanzplan geht wesentlich tiefer. Der erste wichtige Punkt ist, dass im Finanzplan genau abgebildet wird, wie teuer dein Unternehmen ist. Stell dir also vor, du willst eine große Reise machen und bist jetzt am Hafen in der Werft und willst eine Schiffsproduktion in den Auftrag geben. Und hier ist es erforderlich, genau zu wissen, wie groß soll dein Schiff sein, wie breit soll dein Schiff sein, welchen Tiefengang, wie viele Masten oder Motoren soll dein Schiff haben, wie viele Matrosen sollen darauf arbeiten und auch wohnen, wie groß müssen die Vorräte sein, wie groß muss der Lagerraum sein von den Waren, die du transportieren willst. Und das gilt es für dein Unternehmen genauso zu übertragen, egal ob du offline einen Standort eröffnest oder ob du online einen Webauftritt, einen Webshop eröffnest. Du brauchst komplett alle Kosten bis zum Segel, bis zum Liegeplatz, also alles, was erforderlich ist, damit dein Unternehmen dein Schiff betriebsbereit ist. Aber dein Schiff wird auch unterwegs sein. Du hast also Betriebskosten. Und egal, ob das nun die Gehälter der Matrosen sind oder ob es die Verpflegung sind oder ob es der Treibstoff für die Motoren ist, wenn der Wind ausfällt, all das gilt es dann genau zu überwachen, nämlich deine betrieblichen Fixkosten als auch deine privaten Fixkosten.
Und dann ist es so, wenn du auf dem Meer bist, dann gilt es auch natürlich, Fische zu fangen. Und du brauchst dafür Material, du brauchst vielleicht Köder, du brauchst Ausrüstung und Werkzeug. Und das Gleiche gilt auch, wenn du dich als Unternehmer, als Selbstständiger an den Markt begibst, brauchst du auch Marketingmittel. Und zwar nicht zu wenig. Marketing nicht nur vom Auftritt der Webseite her, sondern vom Budget, vom Werbeplan, von der Contentproduktion, von den entsprechenden Dienstleistern, die ich unterstütze, vom Fotograf über den Programmierer bis zum Performance-Marketer. All diese Menschen benötigen auch Mittel, und zwar von dir. Ansonsten wirst du keine Fische fangen, ansonsten wirst du keine Kunden fangen und dann auch keine Aufträge bekommen. Auch wird im Finanzplan genau abgebildet, an welchem Ort du zu welchen Konditionen welche Produkte und Dienstleistungen verkaufen willst. Es ist also entscheidend, auch zu wissen, welche verbundenen Kosten damit verknüpft sind. Sprich also, ob du Versandkosten hast, Retourkosten hast, Verpackungskosten hast, Transaktionskosten, E-Pay-Kosten hast. All diese Dinge sind dann relevant dafür, im Finanzplan auch abgebildet zu werden. Natürlich gilt es im Finanzplan auch genau abzubilden, welche gesellschaftlichen Verpflichtungen du hast dafür, dass du in diesem Land aktiv sein darfst und alles nutzen darfst, was das Land dir bietet. Dazu gehört die Umsatzsteuer, dazu gehört die Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, vielleicht eine Einkommensteuer, Einfuhrzölle etc. etc. All das gilt es im Finanzplan abzubilden. Was ist nun das Ziel des Finanzplans? Auf der einen Seite sollte der Finanzplan so aussehen, wie tatsächlich später auch im unternehmerischen Prozess der Alltag aussieht. Am besten Fall fast schon so, wie später der Steuerberater eine BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung für deinen Unternehmensprozess, machen wird. Aber das Zweite ist auch, dass du herausfinden solltest mittels des Finanzplans, wie viel Geld du überhaupt insgesamt brauchst. Nicht nur um zu starten, sondern um die Anfangsphase zu überlegen. Und da ist es wiederum wichtig zu gucken, ob dann deine eigenen Mittel ausreichen oder ob du Fremdmittel benötigst. Und diese Fremdmittel gilt es dann auch mittels des gesamten Businessplans und Finanzplans zu beantragen. Und das Geld kostet auch wieder Zinsen, Bankgebühren und später gilt es auch per Tilgung, diese Mittel zurückzuführen. Und das gilt es auch im Finanzplan abzubilden. Und das ist meistens auch der Punkt, wo unsere Kunden uns aufsuchen und sagen, Herr Schäfer, ist mein Finanzplan überhaupt fertig? Bankfertig? Realitätsfertig? Investorenfertig? Macht es überhaupt Sinn, mit diesem Vorhaben zu starten? Und unsere Empfehlung ist, fang alle anderen Themen wie Businessplan, Text oder Checklisten oder Fördermittelrecherche erst dann an, wenn der Finanzplan fertig ist. Im Finanzplan sind alle diese Dinge vollständig so vereinigt, dass du auch ausrechnen kannst, welchen Preis du für deine Produkte und Dienstleistungen den Kunden in Rechnung stellen musst und ob dieser Preis dann tatsächlich auch in einer Art Marktforschung, Marktüberprüfung wettbewerbsfähig ist im Vergleich mit den Mitbewerbern. Also wenn du die Schiffsproduktion, deine Unternehmensproduktion fertiggestellt hast, weißt, wie viel Gelder du brauchst auf dem Weg zu deinem Zielhafen oder auf dem Fischfang, wenn du genau weißt, wie viel Geld du brauchst, damit du irgendwann in den Break-Even kommen kannst und du auch genau weißt, wie viel Gelder musst du wann zurückbezahlen, wie viel Zinsen kosten diese Gelder. Erst dann macht es Sinn, den Textteil anzufassen, sprich also das Gesamte zu kommentieren, dich vorzustellen, den Kunden vorzustellen, den Markt vorzustellen, den Wettbewerb vorzustellen, deine Alleinstellungsmerkmale vorzustellen, die Risiken und die Chancen abzubilden und auch genau zu kommentieren, was du mit deinem Finanzplan meinst. Der Textteil ist also der Gesamtkommentar deines Vorhabens, deiner Ziele, des Canvas-Geschäftsmodells, aber auch des Finanzplans. Denke bitte daran, gerade wenn du Finanzierung beantragst, zum Beispiel über Fördermittelbanken, Hausbanken, dann sitzt dort meistens eine Person, die entscheidet, die du nie treffen wirst. Sicherlich wirst du ein erstes Bankgespräch haben, aber da gibt es dahinter eine Person, die entscheidet und die liest nur das, was du einreichst. Und hier ist der Textteil wichtig, damit du klarstellst, plausibilisierst, verständlich machst, was du konkret mit deinen Zahlen, mit deinen Konzepten, mit deinen Grafiken vorhast. Auch enthält dein Businessplan die Aufstellung deiner Finanzierung. Also du bildest ja im Finanzplan ab, wie viel Geld du insgesamt brauchst für die Gründung und für die ersten 6 bis 12 Monate und vielleicht sogar für weitere Finanzierungsrunden.
Und dann ist hier auch abzubilden, woher du das Geld bekommen möchtest. Hast du Investoren? Hast du Geschäftspartner? Hast du stille oder echte Gesellschafter? Willst du über Hausbanken, Geschäftsbanken oder Förderbanken die Mittel bekommen? Sollen es echte Darlehen sein oder echte Zuschüsse? Sind es subventionierte Förderprogramme? All das gilt es zum Schluss hier abzubilden und plausibel zu erklären. Und die Kosten für diese Programme, die Kosten für diese Mittel sind natürlich im Finanzplan auch abzubilden und textteil zu kommentieren. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist fertig, dann gilt es, die Zusammenfassung zu schreiben. Und das ist mit das Kernstück deines Businessplans, denn das ist häufig der einzige zusammenhängende, vollständige Text, der auch gelesen wird von den Menschen, denen du deinen Businessplan einreichst. Und genauso wie die Zusammenfassung das eigentliche Verkaufsgespräch für deine Idee ist oder das Werbungsgespräch ist für die Investoren oder die Banken, die dir Gelder und Mittel zur Verfügung stellen sollen, genauso ist der Anhang letztendlich der Träger der Beweislast. Dort bildest du also alle Argumente ab, dort legst du alle Listen ab, dort legst du die Zeugnisse, die Zertifikate, die entsprechenden Gesellschaftsverträge, Handelsregister, Skizzenentwürfe, Preislisten und vielleicht auch Bilder von deinen Produkten ab. Und jedes Startup, die wir auch begleiten, empfehlen wir dann auch ein Pitch-Deck zu erstellen, denn das wird benötigt, um vor den Investoren zu pitchen, sprich das Projekt, das Vorhaben zu präsentieren, also für sich das Vorhaben auch zu werben. Und das Gleiche empfehlen wir dir auch, wenn du zu Banken gehst. Also bereite dann noch mit diesem entsprechenden Inhalt ein kurzes Pitch-Deck vor, was vielleicht in 7 bis 12 PowerPoint-Präsentationsseiten dein Vorhaben komplett und vollständig und überzeugend abbildet. Sicherlich kommen auch eine ganze Reihe von Dingen noch dazu, je nachdem, welche Art dein Geschäftsmodell nach strukturiert ist. Hast du beispielsweise ein Lager, gilt es noch einen Lagerplan zu erstellen? Hast du viele Mitarbeiter, brauchst du auch eine Personalplanung? Und machst du hauptsächlich Online-Marketing, dann brauchst du einen ganz genauen Marketingplan für Online-Prozesse, für die Quoten, für die Konversionszahlen, die KPIs und für die Budgets, die du brauchst und auch mittels entsprechender Analyse-Tools aus dem Internet oder bei Amazon oder anderen Marktplätzen herausziehen kannst. Und damit dir das nicht nur schneller gelingt, sondern auch so gelingt, dass deine Chance auf Antragstellung bei den Fördermittelgebern, Investoren oder Banken auch gelingt, kannst du noch verschiedene andere Ressourcen nutzen. Eine wichtige Größe sind Templates. Und damit meine ich nicht irgendwelche kostenlosen Templates und Unterlagen, die du dir im Internet beschaffen kannst, sondern echte Templates, die auf dein Geschäftsmodell ausgerichtet sind und die optimiert sind, auch für die jeweiligen Förderprogramme, die du beantragen willst. Eine weitere wichtige Hilfe ist das entsprechende Know-how. Was gilt es in welcher Reihenfolge wie fertigzustellen und vor allen Dingen, wann ist es fertig? Denn die Anträge kannst du erst dann auch einreichen mit Erfolgsaussichten, wenn sie vollständig sind. Du brauchst also eine genaue Kenntnis davon, wann sind 100% Vollständigkeit dieser Unterlagen insgesamt erreicht, und zwar inklusive aller Anlagen, inklusive aller Zahlen und Beispielsrechnungen und Textteile. Und wenn du keinen Business Angel hast oder haben willst, der dich dabei begleitet und diese Prozesse schon 100-mal durchlaufen ist, dann gibt es spezielle Menschen, die als Berater für dich zur Verfügung stellen. Und die guten Berater haben auch in der Regel Zulassung bei Förderprogrammgebern. Sprich also, diese Beratungen können zum Teil 50%, 80% oder sogar 100% gefördert werden. Und da die X-Group seit 2002 mehrere hundert solcher Konzepte pro Jahr auch erstellt oder den Unternehmern dabei hilft, ihre konzeptionelle Planung so abzubilden, dass die Chance groß ist, dass sie entsprechende Fördermittel bekommen und auf der anderen Seite auch ein schlüssiges Geschäftskonzept, also ein fahrbares, ein fahrtaugliches Schiff haben, mit dem sie sich auch auf das Meer hinaustrauen können, stehen wir für dich dafür zur Verfügung. Zunächst für ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir erstmal prüfen, ob wir und wie wir dich unterstützen können. Und danach stehen dir unsere über 40 Berater zur Verfügung, je nach Branche, je nach Bedarf, auch steuerliche oder rechtliche Berater, die dich dabei begleiten können, dein Vorhaben nicht nur auf so einem soliden Fels zu stellen, sondern vor allen Dingen auch bei der Umsetzung und vor allen Dingen auch im erfolgreichen Start über die ersten Jahre begleiten zu können. Wenn du also eine solide Unterstützung brauchst bei der Vorgründung, in der Gründungsphase und den ersten Jahren danach, bis du vielleicht deine Mittel auch vollständig wieder zurückbezahlt hast, dann kannst du jetzt gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater arbeiten bundesweit auch über digitale Videokonferenzen, sind zugelassen und auch zertifiziert bei diversen Förderprogrammen.
Und wir können damit sicherstellen, dass zumindest alles vollständig ist, dass alles plausibel ist und dass du mit einem Schiff aufs Meer hinausgehst, was auch wasserdicht ist, fahrtüchtig ist und du auch ausgestattet bist mit einem Plan zu deinem Zielhafen. Mache also jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Vergiss aber bitte nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, denn wir produzieren jede Woche neuen Content, der dich in die Lage versetzt, tatsächlich auch fähig zu werden, ein Schiff zu bauen, Schiff zu führen und dein Ziel zu erreichen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.